Moin Moin, ich bin Otto Hallbohm. Ich bin Eigentümer der internationalen Spedition Otto Hallbohm. Ich liebe Schiffe. Auch als Spediteur haben wir bei allen Transportmitteln das Ruder fest in der Hand. Schiene, Straße, See und Luft. Komplizierte Dokumente, internationale Transporte, schwierige Transporte, Transportgenehmigungen, Spezial-LKWs. Wir sind Ihr Logistikpartner für alle Transporte mit weltweiter Abwicklung, angefangen vom Haus bis zu Haus. Alles, was Sie haben möchten, für uns kein Problem. Und selbstverständlich für alle Transportabwicklungen alles just in time. Wir erledigen auch das Unmögliche getreu unserem Motto: Wir bewegen, weil wir es können. Erstes Beispiel: unser Straßentransport von 3 Transformatoren von Deutschland nach Schweden. Mai 2015, Senftenberg in der Niederlausitz. Seit 1988 wird hier durch die Transformatoren links im Bild der dreiphasige Strom aus dem öffentlichen Netz der Frequenz 50 Hertz abgenommen. Er wird durch die Transformatoren rechts im Bild in einphasigen Bahnstrom der Frequenz 16,7 Hertz umgewandelt. Danach wird er direkt in die Bahnleitung eingespeist. Der Betreiber DB Energie verkaufte jetzt die ersten 3 Transformatoren aus Senftenberg an die schwedische Staatsbahn. Dort sind vergleichbare Umformerwerke noch im Einsatz mit älteren Einrichtungen als in Senftenberg. Doch wie sollen die Transformatoren nach Schweden gelangen? Schon andere Transportunternehmen hatten dort kapituliert. Enge Eingangstore, Zäune, knappe Kurven, Bäume, Bordsteine, dazu Gebäude und Mauern auf dem Verladegelände – eine unmögliche Aufgabe. Doch nicht für Otto Hallbohm. Dreimal begutachtete der Logistiker persönlich die Anlage, legte fest, ein 120-Tonnen-Kran passt nicht durch das Tor von 3,1 Meter Breite, aber ein 80-Tonnen-Kran von 3 Meter Breite schon. Am Eingang sind offene Kabelschächte durch starke Stahlplatten und Schotter für die Überfahrt des Krans zu stabilisieren. Für den Transport nach Schweden sind Tieflader mit extrem niedrigem Ladebett nötig. Diese passen nicht durch das enge Tor. Aber man kann die Trafos zuerst auf einen kleinen, höher liegenden Tieflader verladen. Außerhalb des Umformerwerks werden sie mit einem weiteren Kran auf den Überland-Tieflader umgesetzt. Dieser kleinere Tieflader muss durch Fernsteuerung bewegliche Hinterräder haben, welche ein spezieller Einweiser bei Fahrt im Schritttempo durch die engen Kurven der Güterbahnhofsstraße steuert. Und so geschah es. Über 20 Personen waren im Einsatz, um das angeblich Unmögliche möglich zu machen. Alle beteiligten Firmen und der notwendige Maschinenpark werden durch die Spedition Otto Hallbohm jeweils für jede Aufgabe persönlich ausgesucht. Ihre Zusammenarbeit klappte deshalb auch hier wie am Schnürchen. Vorsichtig buxierte sich der Tieflader auf das Gelände der Energiezentrale. Hier hatte der Kran bereits seine Position zwischen den zu verladenden Transformatoren eingenommen. Die Abstützflächen des Krans waren durch Folie und Schotter markiert und stabilisiert. Jeder Transformator wiegt 32 Tonnen. Da ist kein Platz für riskante Anhebeversuche und zeitraubendes Umrangieren, wenn etwas nicht klappen sollte. Nicht Zufall, sondern sorgfältige Vorbereitung garantieren den Erfolg. Der Ausleger wird in Position gebracht und für die Verladung vorbereitet. Noch einmal inspiziert Spediteur Otto Hallbohm den ersten zu verladenden Transformator. Das Problem ist eigentlich jetzt die Schrägung von dem Seil, dass das eventuell hier diesen Manometer zerstören könnte. Ist hier oben, da ist die Führung und das kann passieren, dass es zu dicht hereinkommt und dass wir das demontieren müssen. Und so wurde es gemacht. Es geht eben nichts über eine persönliche Betreuung jedes Auftrags von der Planung bis zu seiner Ausführung. Dicke, verhüllte Verladeseile werden an den Transformator gelegt und befestigt. Dafür gibt es feste Verladepunkte.
Die Transformatoren stehen mit Hilfe von Rädern auf Schienen. Diese Räder sind für den Transport abzumontieren. Erstaunlich genug, auch nach 27 Jahren Standzeit lassen sich die Montageschrauben ohne größeren Widerstand abnehmen. Offenbar hatte der Hersteller zu Zeiten der DDR das VEB Transformatoren- und Röntgenwerk Hermann Matern aus Dresden solide Arbeit geliefert. Der Trafo steht passgenau an seinem Platz. Jetzt wird noch der dazugehörige Öltank verladen, natürlich ohne Öl. Auch die Räder kommen als Beigabe auf die Verladefläche. Insgesamt dauerte diese Aktion etwas länger als in unserem Film. Doch Nörglern sei versichert, das Motto »Schneller geht's nicht« hat seine volle Berechtigung. Außerhalb des Umformerwerks rollt der erste der drei Überland-Tieflader heran, rechts im Bild der zweite Verladekran. Doch erst einmal muss der kleine Tieflader den Verladeplatz verlassen. Jetzt wird sich zeigen, ob die Planungen der Spedition Otto Halbum sich auch in diesem entscheidenden Moment umsetzen lassen. Doch zwei Bordsteine zu wenig ausgebaut? Egal, falls sie zerdrückt werden, bekommt die Anlage am nächsten Tag vom Spediteur zwei neue. Geschafft! Spediteur und Kunde atmen auf. Tatsächlich, Zäune, Gebäude und Bäume stehen noch immer an ihrem Platz. Der Rest ist für die Profis sozusagen Routine. Noch innerhalb des Bahngeländes, doch außerhalb des Umformerwerks wird der schwere Brocken angehoben. Jetzt rollt das endgültige Transportgefährt auf die Umsetzposition. Unter die Aufsetzflächen kommen Anti-Rutschmatten. Die Standposition wird exakt austariert, um die nötige Transportstabilität zu gewährleisten. Transport Nummer 1 rollt zum Sammelplatz 100 Meter außerhalb des Bahngeländes. Auch dieser spätere Treffpunkt für den Fahrzeugkonvoi war bereits bei den Vorbereitungsbesuchen vor Ort abgeklärt worden. Schon rollt der Umsetztieflader mit dem nächsten Trafo an. Das Fahrtempo erscheint geradezu beschwingt.
Klar, was einmal klappte, gelingt auch beim zweiten Mal. Warum wurden diese voll funktionstüchtigen Transformatoren eigentlich verkauft? Fachleute sprechen von mechanischen Umformern mit rotierender Masse der Kapazität 4x8 Megawatt. Exakt gesprochen standen sie auf einem dezentralen Bahnstrom-Umformerwerk. Dessen Aufgaben übernimmt bei der Deutschen Bahn jetzt das Umrichterwerk LOSA. Dort wird moderne wartungsarme und umweltfreundlichere Elektronik eingesetzt, die ohne die zweiten Transformatoren auskommt. Deshalb suchte und fand der Eigentümer einen Kaufinteressenten für die überflüssig werdenden Transformatoren. Und warum ein Transport per Straße? Bei der Montage 1988 in Senftenberg erfolgte der Antransport per Schiene. Doch heute sind bei der Bahn passende Spezialwaggons für den Transport kaum noch zu bekommen. Durch die notwendige Rückführung nach Deutschland wären ihre Mietkosten sehr hoch. Bei einer Trafohöhe von 3,60 Meter ohne Tank wäre auch an einen grenzüberschreitenden Transport, noch dazu teilweise per Schiffsfähre, kaum zu denken. Deshalb entschied sich die internationale Spedition Otto Habum für den Straßentransport. Und zum dritten. Ein letztes Mal setzt der Umlade-Tieflader seine Räder auf das Umformerwerksgelände. Dieses Mal steht der Trafo ungünstiger als die vorher verladenen. Der Auslagearm des Krans muss weiter ausschwenken als zuvor und einen größeren Schwenk leisten. Jetzt wird sich zeigen, ob die Kalkulation auch hier klappt. Das Display zeigt eine Belastung von nur 66%, also wieder kein Problem. Auch für nur 100 Meter Transportweg wird die Last korrekt verzurrt. Profis kennen keine Kompromisse. Ein prüfender Blick und zum letzten Mal zeigt auch dieser Kranführer sein Können. Erst wird der Öltank abgesetzt. Jetzt kommt der Trafo an die Reihe. Wieder steht alles zentimetergenau an seinem Platz. Die Kranbelegschaft hat noch Abrüstarbeit zu leisten, doch der Tieflader kann schon zum Sammelplatz fahren. Mit der schwedischsprachigen Aufschrift Brede Last, breite Ladung, steht dem Auslandseinsatz nichts im Wege. Bis 19 Uhr desselben Tages werden die Fahrer am Sammelplatz die Ruhezeiten einhalten. Danach wird die örtliche Polizei Verzurrung und Transportpapiere peinlich genau prüfen und den Konvoi mitsamt bereitstehenden Begleitfahrzeugen zur Autobahn geleiten. Nächster Tag, morgens 6 Uhr, wir stehen hier in Rostock und warten auf die Verschiffung.
Begleitfahrzeuge sind nach Hause gefahren. Der Konvoi steht pünktlich am Verladekai und wartet auf den Einweiser der Stehnerlein. Diese Möwe leistet den Transporteuren Gesellschaft. Wer weiß, womöglich lässt ein Fahrer Brotkrumen aus der Kabine fallen. Auf der Transportfähre der Stehnerlein bilden aus- und einfahrende Lastwagen einen unablässigen Strom. Unser Konvoi hat noch Zeit. Die Tieflader sind für die engen Verkehrswege auf der Fähre zu wenig wendig. Deshalb wurde festgelegt, dass sie als Letzte auf die Fähre kommen. Damit werden sie im schwedischen Trelleborg als Erste das Schiff verlassen. Beim Heranfahren an das Schiff werden seine Dimensionen erkennbar. Es ist eine gigantische Transportfabrik. Unsere Tieflader sind näher an das Schiff gerückt und warten auf das Go des Einweisers. Jetzt sind unsere Tieflader an der Reihe. Die ersten beiden Fahrzeuge setzen rückwärts auf die Fähre, um sie hinterher sofort in Fahrtrichtung verlassen zu können. Nur der letzte Transporter fährt direkt auf das Schiff und wird es rückwärts verlassen. Das Schiff ist auf seinem Weg. Nach 14 Reisestunden werden die Transformatoren am Bestimmungsort eintreffen. Wie üblich bei der Spedition Otto Halbum verlief alles exakt nach Plan und natürlich just in time. Testen Sie uns, rufen Sie uns an, wir freuen uns.